Na, das ist die Frau mit Brille. Hallo, junge Frau. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin ein Tiefseeforscher. Meine Mission ist es, mit meiner Crew die Geschichte dieser Insel zu erforschen. Unser Boot, der Metallfisch, ist ein Tiefseetauchboot. Es liegt in der Nähe eines Grabens an der Ostseite der Insel. Ich will mich mit dem geheimen Ursprung der versunkenen Stadt vertraut machen. Wer hat sie gebaut und warum? Warum ist sie versunken? Und am wichtigsten, könnte es dort noch Leben geben? Um meine Forschung fortzusetzen, benötige ich zwei Anthropoden-Lebensformen. Eine von den hochgelegenen Sümpfen auf der Westseite der Insel und eine andere vom Meeresspiegel, idealerweise von der Ostseite. Und bevor du fragst, ich kenne meinen Osten von meinem Westen. Wenn du zwei Anthropoden-Lebensformen findest, bring sie bitte zu mir. Ja, das werde ich tun, na, Page. Willkommen im Itemshop. Ein Ort, an dem du nach Dingen suchen kannst, die du benutzen kannst. Ja, das brauche ich. Und ich möchte, wir haben sehr, sehr viel Edelsteine, die seidige Creme. Erhöht die Peitschgeschwindigkeit mit deinem Haar. Oder Shampoo, erhöhe den Schaden mit deinem Haar. Erstmal den Schaden für 100. Super Shampoo, erhöhe den Schaden mit deinem Haar für 200. Und für 300 das Mega Shampoo, erhöhe den Schaden mit deinem Haar. Das werde ich erstmal aufsparen wieder. Einen schönen Tag. Dank dir für die Creme. Du weißt ja gar nicht, wie viel Shampoo ich brauche. Erhöhe den Schaden mit deinem Haar, das ist bereits automatisch ausgerüstet. Als nächstes machen wir dann die Peitschgeschwindigkeit, so wie ich es bei Half-Genie Hero getan habe. Du bist zurück. Hattest du Glück, einen Fusionsstein zu finden? Damit können wir unsere Magie kombinieren und Harmony und die anderen retten. Naja, ich war noch gar nicht auf der Suche, aber gut, dass du mich dran erinnerst. Also einmal von der Ostseite und einmal von der Westseite, hat sie gesagt. Ich hörte, es gibt eine breite Lücke in der Westbrücke. Ich wette, ich wäre in jungen Jahren darüber geflitzt. Und ich kann das jetzt tun. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal dorthin. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus als von der Ostseite. Da kommen wieder die ganzen Molche raus. Ich lasse die mal. Das Ding kann ich immer noch nicht hier aktivieren, aber ich muss bald. Der hat mich gepiekst. Jetzt machen wir 7 Schaden und das merkt man erst einmal, ja, sporadisch. Weil die halt alle ein bisschen mehr aushalten. Du hast Lachsei. Lachsei ist das hier fachmännisch zubereitetes Essen, das jede Menge Kraft zurückgibt. Oh, den habe ich ein bisschen provoziert. Ja, mit dem Mute Dash, da komme ich da hin. Aber hier hilft es mir noch nicht weiter. Also da muss ich hier mit einem Elefanten durchbrotzen. Deswegen, ich gehe tiefer. Wir haben ja auch eine Sache, habe ich ja hier noch nicht erforscht. Ja, da bin ich ja umgedreht hier. Und was ist passiert? Ich bin auf Risky Boots gestoßen. Erstmal die erledigen. So, wieder ein bisschen Schätze eingesammelt. Ja, die braucht man immer. Weiter dort, da bräuchte ich die Meerjungfrau. Mit ihr speichere ich schnell. Ich werde meinen Fortschritt speichern, speichern, Spiel gespeichert. Und weiter. So, da ist die Knolle. Wenn man schnell ist und weiß, wo die stehen, dann kann man die auch schnell erledigen. Ja, bevor er was getan hat. So, der nächste ist abgerotzt. Auf in die Höhle. Na, dich kenne ich. Du hast Herz, Tintenfisch. Hätte ich dich mal früher gehabt. Aber jetzt haben wir uns gefunden. So, der ist erledigt. Dann kommt jetzt hier der Stachel. Oh, gebratene Ananas. Erstmal den erledigen. Der explodiert hier. Noch ein bisschen das Spektakel bestaunen. Und dann schaue ich mal hier, wo da ist sie. Gebratenes Obst, das ein gutes Stück Kraft wiederherstellt. Also alles, was ich bislang zum Essen gefunden habe, für die Lebensenergie. Nur ein bisschen, nicht alles. Und... das ist ja nichts, was Magie wiederherstellt. Zumindest so, was ich von den Beschreibungen her lese. Ein Lachsei. Dann gucken wir in die Richtung weiter. Einmal rüber feuern. Die kriege ich noch nicht an. Einmal rüber gespurtet. Da kann ich jetzt klettern. Du hast Herz, Tintenfisch. Noch einen mehr. Oh, dich kenne ich nicht. Ja, doch, dich kenne ich von Mermaid Falls. Oh, der explodiert auch. Das ist jetzt cool. Die explodieren alle, wenn ich sie hier ordentlich mit der Peitsche hier bearbeite.
Aber der hat einen sehr giftigen Atem. Der hat mir gleich 4 Schaden gemacht. Die ist gefährlich. Warte, ich esse ein Lachsei. Tja, ich bin auf jeden Fall hier auf sicherem Kurs, ja. Ich lasse nichts anbrennen gegen sie. Ja, okay, der mit dem Skorpionstachel fair, muss ich sagen. Ich wollte ja auch betrügen. So, ich kann hier... Das ist gefährlich, da muss ich drehen, aber kann ich noch nicht. Nee, da kann ich erstmal nichts machen. Also ich kann nicht an die Wände, weil das sind Stacheln und ja, auch sonst hier nichts machen, weil... Ich musste dazu die Plattform umdrehen. Da unten glitzert's. Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, wie komme ich wieder raus? Da ist eine Lücke. Na, sowas. Nach, schnarch. So müde. Bitte nicht aufwecken. Ich fühle mich noch nicht aufgefrischt. Ich wecke ihn trotzdem. Du hast klumpelige Seepocke. Klumpelige Seepocke, was ist denn das? Vielleicht können wir vom Ozean viel lernen. Kann ich dich mit einer Seepocke begeistern? Schnarch, schnarch. So müde. Bitte nicht aufwecken. Ich fühle mich noch nicht aufgefrischt. Tja, ich weiß nicht, ob der jemals aufwacht hier. Ich meine, der ist ja auch so eine Art Tagträumer. Die lasse ich mal. Oh, die kleben sogar an den Wänden. Die tun halt richtig weh. Also wenn sie dich berühren und vor allem auch, wenn sie dich hier anspucken. Rüberfeuern. Das kann ich noch nicht aktivieren. Also ich denke auf jeden Fall, wir haben, weshalb wir dorthin gegangen sind. Ich gehe hoch und dann wieder... Jetzt müssen wir halt hier über die Molchbrücke wieder drüber. Erstmal den Naga darüber gehen lassen und jetzt greife ich sie an. Ist auch erledigt. Den lasse ich kurz. Jetzt bin ich drüben und wir sind gleich wieder zurück in der Stadt. Ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen baden. Dann können wir auch gleich ein paar Molche erledigen. Thunfisch in der Dose, nie verkehrt. Er ist direkt vor mir raus. Vorsichtig bei ihm hier. So, und mehr riskiere ich nicht, weil ich habe wirklich nur noch ein halbes Herz übrig. Hallöle, gute Dame. Ja, mal sehen. Ich gehe... Nee, bringt mir nichts. Hab nicht genug dabei. Wir gehen. Mal sehen, das ist die Quelle. Ich muss noch ein bisschen mit den Schildern zurechtkommen. Bin voll gestärkt und jetzt gehen wir zu Tintenschmied. Die ist hier oben. Tintenfischschmied zu deinen Diensten. Ich nehme entzückende kleine Herztintenfische und schmelze sie ein. Um mehr Gesundheit für dich zu schaffen. Bereit, einige Herzbehälter zu schmieden? Ja, großartig. Los geht's. Es sind 4 Stück. Du hast Herzbehälter. So, deine Max-Herzen haben sich um 1 erhöht. Dank dir, Herr Tintenfisch. Ja, da haben wir noch ein bisschen was im Inventar auf jeden Fall. Ja, mal sehen. Wir müssen noch zur Westseite. Das heißt, irgendwo hier müsste was sein. Insel West. Hat jemand eigentlich schon unser Gepäck geholt? Frage ich mal nur. Ja, das andere Gepäck ist ja auch entfernt worden. Ich flieg mal rüber. Okay. Gerade so der Molch, der hat mich erschreckt. Ja, kann ich den... Den kann ich auch umdrehen, wenn ich drauf schieße. Aber es hilft mir nichts, weil ich fall dann runter. Also einfach so machen, das reicht schon. Müsste ich jetzt mit der Peitschenmähne arbeiten, um darüber zu springen? Ja, das kann ich auch so. Da kann ich mich festhalten. Okay, da komme ich aber wirklich nicht weiter. Ein Fischmeck. Und die Dinger mit der Bombe. Habe ich mich gerade so gerettet. Den Fisch habe ich abgeräumt. Ein Lachsei. Ja, da ist der Burger in den Abgrund gefallen. Okay, die kommen unendlich häufig. Erstmal den hier, damit ich hier nichts im Rücken habe und gleich weiter. Ja, von ihm hätte ich auch gerne Monsterkarte.
5 Nuggets wollte er haben, hat er gesagt. Ja, so viel da. Er hat mir leider seine Sammlung nicht vermacht. Ja, jetzt kriege ich nur eine einzige Karte von ihm. Aber dafür die seltensten. Ja, das ist natürlich, wenn die hier im Übergang hier stören. Er hat mich nicht erwischt. Bolo, er hat sich hier ein eigenes Haus gebaut. Bolo, was machst du denn hier oben? Was, hast du es vergessen? Was vergessen? Du und Sky habt das Zimmer mit dem Pool bekommen. Ich und dein Onkel, wir haben das hier. Es ist irgendwie cool. Es stinkt. Weißt du, was in diesem Pool schwimmt? Mädels. Weißt du, was da drüben im Pool schwimmt? Mädels? Würmer. Und ich denke langsam, dass es nicht einmal ein Pool ist. Das Wasser ist dickflüssig und riecht nach Senf. Ich ging baden und als ich rauskam, war etwas an meinem Fuß. Ich warf es in den Mülleimer. Na, Bolo, wenigstens hast du es aufgehoben. Du hast glatte Seepocke. Oh, Bolo, da hast du aber Glück, dass du das weggeschmissen hast. Nichts im Mülleimer als Orangenschalen und Kaugummi. Immerhin hat er noch Kaugummi. Mal sehen, was haben wir hier? Die glatte Seepocke. Wissenschaftlicher Beweis, der etwas beweist. Wenn du zufällig einen Arzt siehst, zeige ihm das Ding aus dem Mülleimer. Ich hoffe, ich werde nicht zu einer riesigen pochenden Pustel. Ja, ich hoffe wirklich, dass der nicht ansteckend ist. Ich gehe mal wieder, ja. Also, hier wohnt der Bolo. Und Onkel Mimik, wenn ich ihn mal suche, aber ich weiß nicht, wo er ist. Er ist halt wirklich verschwunden seit der versunkenen Stadt zur. Heißt aber, vielleicht treffe ich ihn irgendwann mal wieder. Ja, die Bombenvögel, die haben es in sich. Jetzt habe ich auch mal ein Schinken-Sandwich gekriegt. Ja, auf jeden Fall sehr gefährliche Gegner, gerade weil sie ein bisschen mehr Schaden machen. Thunfische in der Dose. Da muss ich mich ranhalten, dass ich von den Fähigkeiten ebenbürtig bleibe. Ja, auf jeden Fall unter der Brücke möchte ich auch mal gucken, aber ich glaube, da war nur der See und da kann ich ja jetzt noch nichts mit den Fähigkeiten machen. Einfach mal schauen. Ja, okay, die Höhle natürlich, ja, da, an den komme ich ran. Du hast Herztintenfisch. Den darf ich natürlich nicht vergessen. Also, jetzt haben wir alles in meinen Augen, wo ich auch hinkomme. Sehr viel Fledermaus. Langsamer Aufstieg des Fisches. Jetzt hole ich mir einen Thunfisch in der Dose. Ich glaube, von denen habe ich auch noch keine Karte. Ja, ist ja egal. So, bei ihm vorsichtshalber mal speichern. Falls was passiert, Spiel gespeichert, tauche ich hier wieder auf. Oh, die Knolle. Die ist erledigt. Jetzt hat er mich angespuckt. Erledigt. Das brauche ich nicht, das macht nur Magie. Da ist der zweite Bunker. So, der ist vom Himmel geholt, den erledige ich. Dann das hier abräumen. Jetzt kommen wieder die kleinen Schlangen. Ich finde die echt niedlich, ne? Also die haben was vom Design her. Schauen wir da nochmal rein. Ja, da komme ich nicht hin, da muss ich buddeln. Dann erledige ich wieder den großen hier. Rüber da und mal schauen. Ja, ich kann es probieren, aber ich glaube nicht. Nee, da stößt er sich ab. Da werde ich nichts mehr holen können, aber wir haben, was wir wollten. Also die ignorieren die Schlangen hier und jetzt die Spinne. Kann ein bisschen beschwerlicher werden, jetzt da hochzukommen, weil die immer vom Baum fallen. Da liegt jetzt noch mal ein bisschen Essen, das nehme ich noch mit, Pokeschale. Ja, und dann gehen wir wieder. Moment, da glitzert noch was. Mal da drunter. Wer weiß, also vielleicht kriege ich ja noch die 300 voll. Dann halten wir jetzt zumindest wieder ordentlich Haarkracht.
Nehme ich mit. Spinnenmonsterkarte, man hat sie, ja. Das ist die häufigste Yu-Gi-Oh-Karte, die du finden kannst. Und dann komme ich nicht mehr ran. Das liegt irgendwo am Grunde des Sees. Komm raus. Weiß nicht, ob ich es geholt habe oder nicht. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geschaut auf den Zähler, ob der gestiegen ist. Oh, der kann gefährlich werden von der, in der Tiefe. Deswegen ist hier das Versteck. Kann ich mich hier ein bisschen in Sicherheit bringen? Die haben ja alle, ja, soweit hier alles im Griff. Wenn auch viele Feinde. Guter Herr, ich muss speichern. Wir haben einen Herztintenfisch gerettet. Speichern, Spiel gespeichert. Wie viel habe ich? Zwei. Einen musste ich zurücklassen. Das heißt, der Rest wird auf dem Abenteuer warten. Dann kaufe ich mir auch noch Thunfisch in der Dose. So, und jetzt wieder ein vorsichtiger Aufstieg. Den ich eigentlich mittlerweile abkürzen könnte, weil ich zum Molch werden kann. So, wir haben es rausgeschafft, zurück in der Stadt, Gott sei Dank. Was gab's hier drin? Das ist die Touristenattraktion. Gut, die heißen Quellen nochmal aufsuchen, einmal baden gehen. Wieder raus und gleich hier... Mal schauen, wo habe ich sie gefunden? Im Shop war sie. Da ist sie, da ist der Itemladen. Oh, du hast mir zwei Anthropoden-Lebensformen gebracht. Darf ich beide haben? Ja, ich kann sie nicht gebrauchen. Du gabst Seepocken. Danke. Meine Güte, das ist unglaublich. Wie können zwei auf unterschiedlicher Höhe entdeckte Kreaturen so viele Dinge gemeinsam haben? Dies deutet darauf hin, dass die Insel selbst eine turbulente Vergangenheit hinter sich hat. Vielleicht hat vulkanische Aktivität den Untergang der Stadt verursacht. Infolgedessen wurde die Insel von seltsamen Steinen überschüttet, die tief aus dem Bauch der Erde gen Himmel gespuckt wurden. Steine wie dieser. Du hast Fusionsstein. Du kannst das gerne behalten. Vielen Dank, dass du mir bei meinen Recherchen geholfen hast. Ich suche irgendwann den Metallfisch. Ich werde dran denken, gute Tüftlerin. Ich suche irgendwann den Metallfisch. Sobald sobald der gute Herr wach ist. Ich denke mal, der war hier für den Metallfisch verantwortlich. Na, Plink. Oh, warte. Ist das ein Fusionsstein? Genau das haben wir gebraucht. Bist du bereit, unsere Magie zu vereinen? Ja, ich tu's mal. Du gabst Fusionsstein. Okay, halt still. Es ist Zeit, unsere Magie zu kombinieren. Dann machen wir das mal. Du hast Seher-Tanz. Unglaublich. Ich habe Lust zu tanzen. Unsere Kräfte wurden kombiniert. Der Seher-Tanz kann Dinge aufdecken, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Tanze, bis du das Symbol siehst, drücke dann Left, um die Magie zu aktivieren. Hey, genau. Probiere es doch einfach in diesem Raum aus. Also einmal drücken und dann links drücken. Oh, das war nicht gut. Ah, guck mal, was hier passiert. Also, das ist die Seherin und jetzt habe ich hier geheime Relikte, auf die ich springen kann. Den kann ich zum Beispiel zerstören. Der bringt auch ein bisschen was her. Ich bin mir sicher, dass der Seher-Tanz dir bei deiner Suche helfen wird. Denk daran, ihn überall zu versuchen. Während du tanzt, drücke Left, um die Magie zu aktivieren. Ja, aber ich glaube, lass mich mal kurz gucken. Das verbraucht die Magieleiste da oben, also das ist jetzt nichts, was ich tatsächlich die ganze Zeit benutzen sollte. Manchmal tanzt sie da oben. Ich will mal ausprobieren, wenn sie da oben erscheint, ob das vielleicht hier... Ich glaube, das heißt, dass man hier was finden kann. Also die Quelle heilt hier auch meine Magie wieder auf. Das ist gut, weil dann werde ich hier mal ein bisschen in der Stadt herumforschen, was ich so finde damit. Ich hoffe zumindest, ich habe irgendwas da jetzt aufgedeckt, weil sehen tue ich nichts damit. Ja, über den Bürgermeister. Gibt wieder ein bisschen Magie zurück.
Das haben wir auch. Und hier oben probiere ich es noch. Da ist nichts. Also ich denke, das wird nur aufdecken, was man auch hier tatsächlich auf dem Bildschirm sieht. Da schaue ich mal rein. Sind gleich zwei erschienen. Und die Frage ist natürlich, ob die auch wieder von neuem erscheinen. Also hier tanzt sie wieder. Da ist sie nicht aktiv. Tja, bei Sky ist sowieso nichts los. Nochmal ein bisschen baden gehen. Was hast du für mich? Wo auf der Welt ist Tree Town? Ich habe die Westküste überprüft, aber da drüben ist nichts. Zumindest nichts, was ich sehen kann. Also ich denke mal, wir müssen nach Tree Town, also auf die Westseite. Der gute andere Herr, der schläft ja immer noch. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich ihn hier mit einem netten Tänzchen wecken kann. Aber wir können uns hier so ein bisschen umschauen. Warte mal, Insel West, Entschuldigung, aber ich habe jetzt gerade 300 Edelsteine, dann können wir doch nochmal das Shampoo maximieren. Das mache ich mal. Wird's da reingeguckt zur Pagendame. Willkommen im Item Shop, ein Ort, an dem du nach Dingen suchen kannst, die du benutzen kannst. Und die brauche ich. Also Mega-Shampoo, erhöhe den Schaden mit deinem Haar. Für 300 kaufen, ich werde es tun. Jetzt ist es ausverkauft, also besser geht nicht. Als nächstes ist die seidige Creme dran. Einen schönen Tag. Wir haben das Mega-Shampoo, erhöhe den Schaden mit deinem Haar. Also jetzt dürften wir wieder 8 Schaden machen. Entschuldigung, wieder falsch. Ich wollte hier einmal kurz baden gehen und dann... Jetzt gehen wir wirklich zur Westseite damit. Einmal darüber. Das neue Gebiet betreten. Einmal kurz tanzen. Da ist richtig was zu holen. Da ist auch irgendwas. Ja, richtig viel sogar. Schlimm ist halt nur leid. Also dieses Mal muss man sagen... Einer meiner Kritikpunkte bei Shantae war bislang immer, dass die Magie sehr, sage ich mal, nebensächlich war. Das ist hier ein bisschen anders. Weil jetzt verbrauche ich auch Magie und das ist einfach dieses Mal auch nützliche Magie. Ich kann hier Sachen entdecken, wo ich dann halt auch eine kleine Ausbeute dafür kriege. Das war jetzt nicht gut. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr verwenden. Das ist der einzige Nachteil daran. Also ich muss jetzt irgendwie auch dafür sorgen, dass wir immer regelmäßig an Magie gelangen. Aha, guck mal. Das hilft uns hier gegen die Donnervögel. Adlerbomber-Monsterkarte. Die habe ich hier schon ewiglich erwartet. Jetzt sehe ich mal rüber. Ah doch, das verschwindet nach einer Zeit. Er hat mir 5 Schaden gemacht. Einfach nur, indem er durch mich durchgeflogen ist. Heftiges Viech. Da ist Bolo, aber ich habe keine Magie mehr. Bolo ist gar nicht mehr da. Und Schleimzauberer-Monsterkarte. Ich muss sie mir endlich mal angucken. Wobei ich mich frage, wo der zaubern will. Ich meine, er schmeißt ja nur mit stinkendem Fisch. Jetzt habe ich mir aber richtig wehgetan hier bei der Aktion. Ja, das mit der Magie ist tatsächlich ein Problem gerade, finde ich. Ich würde tatsächlich ein bisschen abweichen. Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwo noch einen Edelstein zusammen. Ich glaube, die Aufladung sorgt dafür, dass sich die Mana-Leiste mit der Zeit wiederherstellt. Die würde ich dann doch gerne in Anspruch nehmen. Zwar so schnell wie möglich. Dazu bräuchte ich jetzt einen Edelstein von irgendwem. Ja, da kann ich auch was machen. So, der Molch hat nichts. Ich mache so lange, bis ich einen habe. Wunderbar. Wenn mein Tipp doch falsch ist, das macht ja nichts. Aber ohne Magie komme ich jetzt gerade spärlich voran, glaube ich.
Also dann schauen wir. Willkommen im Item Shop, ein Ort, an dem du nach Dingen suchen kannst, die du benutzen kannst. Und wir haben... Anzieher. Nee, der zieht mir nur Edelsteine an. Dann ist es das leider nicht, weil es gab früher auf jeden Fall auch hier Automagieherstellung. Einen schönen Tag. Ja, dann darf ich es nicht zu kostspielig verwenden. Das ist hier die andere Seite der Münze. Also sie wackelt immer gerne. Heißt, man kriegt hier auch gute Belohnungen, aber ich muss hier trotzdem jetzt ein bisschen sparsam sein. Du siehst ja, wir kriegen nicht so viele Items, wie wir gerne hätten. Also zumindest im Herzbereich, finde ich, ist es sehr wenig. Insel West. Krabbenmonster, ich wollte noch hier die neuen Karten erforschen. Wir haben einmal die Adlerbombe. Der Boomerang fügt mehr Schaden zu als zuvor. Und wir haben noch gekriegt. Mal sehen, ob ich sie finde. Da ist er, der Schleimzauberer. Die Superkugel bewegt sich viel schneller als zuvor. Das ist praktisch. So, denen ausweichen. Ich glaube, man wird auch mittlerweile hier mehr bestraft, wenn man in die Gegner reinläuft. Habe ich so das Gefühl, weil die deutlich mehr Schaden machen. Könnte aber auch daran liegen, dass ich dieses Mal keine Bikini-Rüstung habe, die hier den Schaden um die Hälfte verringert. Die Knolle erledige ich. Und höher. So, und jetzt schauen wir mal, was wir damit freilegen können. An den Schlangen vorbei, dann jetzt hier erledigen. Da gehe ich nochmal ein bisschen tiefer. Mann, da kommt echt viel wieder runter. So, schauen wir rüber. Also hier müsste es jetzt eine Verbesserung geben. Jawohl, das haben wir gebraucht. Dann schauen wir jetzt hier rüber. Wir nähern uns Tree Town an. Den komme ich gerade so ran. Oh, was bist du denn? Auf jeden Fall nichts Freundliches. Du hast Pokeschale. Du hast Raketenwerfermonster. Kann ein Raketenwerfer. Oh, die wirft mit Noten um sich. Ich ducke mich. Die habe ich nicht mehr gekriegt. Erstmal nochmal kurz die Karte angeschaut. Raketenwerfer. Raketen fügen ihren Zielen mehr Schaden zu. Die kenne ich auch noch. Es ist schön, dass wir hier ein Wiedersehen haben. Also die Kreaturen sind auch auf der Urlaubsinsel angekommen. Aber dieses Mal muss ich hier halt wirklich ausweichen. Die können nicht zu übermächtig werden im Spiel, habe ich das Gefühl. Dafür ist Shantae halt nur ein Halbchin. So, endlich in die Höhle. Ja, da kann ich auch nicht ran. Kann nicht so tief tauchen, wie ich möchte. Oh, das war fies, die haben mich eingezwickt. Jetzt habe ich sie erledigt und dafür gibt es auch Rache hier bei der zweiten noch. Die wird nur ein bisschen dauern, weil sie an erhöhter Position festhängt. Ja, und wieder die Tierchen. Das ist, wie gesagt, die zwicken mich hier gerade so ein bisschen ein hier. Im Rahmen der möglichen Bewegungsfreiheit. So, die ist jetzt erledigt und die kümmere ich mich auch nochmal. Dieses Fallobst, weiter geht's.